oft übliche Art und Weise hin. Tut mir leid wegen den ganzen rumzappelnden Viechern hier, aber ich kann ihr Leben leider nicht retten. Plopp, plopp, da sind sie weg. Und dann werde ich auch gleich mal so bauen, dass es möglichst vulkansicher ist. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass hier hinten der Vulkan gar nicht rankommt. So. Dann hier eine Goldmine hin und hier eine Goldmine hin. Oh, irgendwie falsch gedreht. Und hier eine Goldmine hin. Ich glaube, der kriegt die alle, der kriegt die alle. Aber so, dann halten wir das nämlich schön übersichtlich hier, dass wenn der Weg kaputt geht, wir den auch sofort, machen wir lieber ein bisschen langsamer, bevor die Leute hier einfach rumzuholen. Achso, schon. Wegen dem Schmuck, der, okay, jetzt langsam stabilisiert er sich ein bisschen, aber er stabilisiert sich noch nicht gut genug. So, ich baue jetzt mal ein bisschen komisch und werde hier eine Goldschmiede hinbauen. Ich muss sie ja so nah ranbauen. Okay, noch mal hier eine hin und hier eine hin. Also ein, okay, also wir könnten eigentlich 6 Goldschmieden bauen, wenn wir es ganz genau nehmen. Mach ich das mal so, aber mehr können wir nicht bauen. Okay, das ist ein bisschen sehr komisch alles gebaut, gebe ich zu, aber ihr habt nichts gesehen, so wie immer, ne? So, wenn der Vulkan da hinten ausbricht, der Kontor ist relativ sicher hier. Und dann pass mal auf, mein Kollege, dann machst du einfach gleich die zweite Route hier für Schmucke die Schmuck. Ups. Und du bringst das in den, nein. Schlachtvieh. Schlachtvieh. So. Der hat bei eh noch nichts zu tun, aber wir schicken ihn einfach schon mal los, bevor ich den wieder in meiner Wuseligkeit vergesse. Kann mir einer verraten, warum die hier Kaufleute sind? War ja sowas von klar. Aber dieses Mal nicht. Ha! Weg, Weg, Weg! Feuerwehr? Ach, jetzt. Weg, 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 Weg! Lösch, Lösch! Ja, so einfach geht das. Wenn man ein bisschen vorgesorgt hat und gleich darüber nachgedacht hat, dass ja auch solche Kacke passieren kann mit einem Vulkan. So, unsere Schiffe, die gammeln hier vor sich hin. Ach, das war das eine Siedlerhaus, was, Quatsch, Pionierhaus, was sie in ihr knallt haben, deswegen. Ah, ich weiß gar nicht, ab welche Aristokraten bekommt man jetzt nochmal eine Kathedrale? Ich hab das schon wieder vergessen. Wir haben ja hier hinten auch so ein bisschen Platz. Ich werde hier einfach mal ein paar Häuser hinschnappen. Mit unserem reichlichen Holz. Ey, jetzt reicht's aber. Hört ihr auf, mein Holz zu verbrauchen? Wir sind friedliche Menschen. Wir wollen keinen Krieg. Wir würden niemals irgendwie mit jemandem Krieg anfangen. Das bringt doch nur eine Dürre aus. Oh, unsere Tabak. Ich will das nicht. Das tut weh. So, ich mache hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Die trojanische Flotte. Beziehungsweise trojanische Flotte gibt es ja gar nicht. Das ist ja die griechische Flotte war das ja. Die Trojaner angriffen. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin ja jetzt nicht so ein Geschichtshammel, aber... Hörst du auf, mein Holz zu verbraten, Alter? Ich glaube, Tag, ne? Was? Ey, wie viel Eisen haben wir denn? Hört auf! Ihr Holzverbrenner! Die armen Ressourcen! Nein! Kann das sein, dass noch irgendwo? Ich frag mich gerade, wie bei dem abgeholt wird. Ach, hier oben! Ja, komm. Nee, das machen wir jetzt nicht hier. Wir packen hier einen Weg hin und reißen das hier wieder ab. Das ist ja wohl um einige Ecken effizienter. Da haben wir nämlich genau 3 Waldfelder mehr. Mit unseren 1,16, okay, 1,17 Millionen gleich. Dublonen. Okay, wie läuft die Goldproduktion?
18. 0. Okay, sehr gut. Schmuck sollte wieder ansteigen. Schmuck steigt an. Ah, herrlich. Das nenne ich mal ein wahres Schmuckstück. Wir haben auch wieder Holz. Werde ich jetzt einfach mal so eine Latte von Häusern hier hinpacken. Die werde ich einfach mal... Nee, die brauche ich nicht verbinden. So, ihr lieben Pioniere, ihr dürft auch schön zahlen, ne? Wie immer, das kennt ihr ja schon. Ich guck gerade mal, wo man hier noch irgendwo was abreißen kann, was man gar nicht mehr braucht. Wird der hier genutzt? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn wir den wegreißen, dann reißen wir die halbe Mauer ein. Ich kann das ja mal ausprobieren eben. Spielstand aua, gespeichert. Aua, aua. Aua? Hm, okay, gut. Gefällt mir. Also, es hat alles ganz gut geklappt. Dann können wir das doch einfach so lassen und nutzen das Gebiet da hinten vielleicht auch noch ein bisschen. Hier geht sogar ein Weg lang. Man sieht nur kaum was, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Nee, ich krieg noch mal. Ey! Nee. So langsam ist das Maß voll, Kollege. Muss ich mir hier mal eine Lösung überlegen. Natürlich, steck gleich alles an, was du in die Finger kriegst. Lass bloß nichts am Leben. Ich zünde alles an, vernichte alles, was dir in den Weg kommt. Oh, ey. Also wenn im Real Life die Vulkane so oft ausbrechen würden, dann würde, glaube ich, keiner mehr leben wollen. Ich glaube, die Feuerwehr kommt sowieso überall hin. Man muss sich mal ein bisschen beeilen. Ja, dann renn. Jeder geht auch nur eine Sache kaputt. Ich kann mir nichts Neues leisten hier gerade auf der Insel. So, ich lasse es hier einfach mal frei, weil ich glaube, der Vulkan kommt da hinten nicht so schnell ran wie hier vorne. So, dann baue ich einfach mal hier jetzt einen Weg lang. Und baue das hier alles ein bisschen um. So. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade gemacht habe, aber jetzt haben wir hier mehr Platz, warum auch immer. Da könnte man sogar... Doch, warte mal. Da könnte man... Nee, könnte man nicht. Wie sieht's aus? Ressourcen... Nahrung wackelt so ein bisschen, aber egal. Die geht ja immer schnell runter. Und dann auf einmal, zack, ist sie wieder am Limit. So, die haben hier schon so weit ausgebaut. Die Siedler dürfen gerne noch ein bisschen mehr abdrücken. Hier sind alle glücklich. Hier können immer noch keine Kathedrale bauen. Doch, können wir. Gar nicht mitbekommen. Wow, geil. Was war denn das hier eigentlich nochmal? Also wer gerade mal weiß, was es hier rechts oben in der Ecke war, okay, Denkmal. Okay, ein Denkmal war das eine. Was ist denn das andere? Wer das weiß, der darf gerne das mal in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich gerade brennend, was das war. Aber wir können eine Kathedrale bauen. Die irgendwie schon mal schön ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Vorteile bringt. Die dann mehr zahlen? Ich glaube nicht. Und da bricht wieder Vulkan aus. Ach ja, den kennen wir ja schon. Na dann mach mal, brech mal schön aus. Ja, genau. Lass es raus, lass es raus. Lösch weiter. Schnell. Hier darf auch nichts kaputt gehen. Wir sind arme Menschen, wir können uns nicht so viel leisten. So, gut, hier sind alle soweit zufrieden. Nahrung hält sich, Stoff. Kommt wahrscheinlich gleich der Kollege an. Flop. Wunderbar. Sehr schön. Dann können wir vielleicht hier hinten noch ein paar Häuser ranknallen. Ach siehst du, da können wir dann wieder die Wege bauen. Ja. Ich drehe mal den ganzen Quark. So. Zuck, zuck, zuck. Hier können wir eigentlich auch noch einen hinbauen. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Schon lange nicht mehr gehört. So, jetzt haben wir noch überlegt, da hinten könnte man noch was hinbauen. Wir einfach mal so einen Weg lang und schauen mal, ob wir da viel da reinkriegen. Wahrscheinlich ein Haus. Genau, ein Haus. Hat sich definitiv gelohnt. So, hier haben wir schon mal Siedler. Die dürfen richtig schön abdrücken. Ich glaube 44 war Maximum. Ja, 44. Und da haben wir auch schon Bürger. Dürfen auch gerne abdrücken. Scheint ja immer alles ganz gut organisiert zu sein hier. Also Schule reicht genau. Wirtshaus. Aha, hier fehlt es einer hier fehlt es an einer Hochschule. Wisst ihr was? Die lassen wir einfach so stehen. Das ist mal egal.
bei denen hier passt alles. Ich brauche jetzt nicht wegen dem Kollegen extra neue Schule hier. Der ist genau nicht mehr im Einzugsbereich. Ja, da hat er halt Pech gehabt. So, die sind soweit zufrieden. Die dürfen auch gerne weiter ausbauen. So, 2600 Aristokraten. Oh, wir haben schon über 3000 Einwohner. Way, geile Sache. So, hier haben wir ein Denkmal, genau. Jetzt frage ich mich nur, was war da rechts oben in der Ecke gewesen? War da überhaupt irgendwas? Also ich kann, ich müsste ja eigentlich sein. Weil wo, an den Stellen, wo nichts ist, da sieht das ja so aus wie hier. Aber da ist ein Fragezeichen. Das heißt, da muss irgendwas sein. Nur, ich denke mich gerade dumm und dämlich. Frag mich, wie das noch schlimmer werden konnte. Was war da? Das ist hier die große Preisfrage. Und als Hauptgewinn gibt's ein Gummibärchen. Haha, haha, haha. Guck mal, wie er sich quält. Was ist denn hier eigentlich passiert? Ach, da war ein Steinbruch, wa? Ja, muss ja. Und mal wieder. Brenn, brenn die. Okay, das war schon alles. Ja, so kann sich das sehen lassen. Man könnte jetzt natürlich... Nee, Alkohol will ich jetzt hier nicht irgendwie runterziehen. So, das muss sich ja auch irgendwie so halbwegs alles halten hier an unseren, von unseren Ressourcen. Ich habe keine Lust, dass es dann an irgendeiner Stelle runtergeht. Deswegen werde ich erstmal gesichert. Also abspeichern, mit anderen Worten. Hier läuft das ja ganz gut alles, ne? Tabak haben wir, können wir auch mal verkaufen übrigens. Tabakzeugs. Moment. 70. Bevor ich das wieder verplane. Und dann lassen wir so ungefähr so 50 Tonnen im Lager, mal sicherheitshalber. Von Alkohol haben wir das, machen wir 30 Tonnen, machen wir auch mal auf 50 Tonnen hoch. Ziegel ist eigentlich relativ hoch, da können alle raus, weil da haben wir eh genügend Produktion, Nachproduktion. Und so können wir auch durch die Verkaufserlöse noch ordentlich Kohle reinholen. So. Sieht das ja auch ganz okay aus. Verkaufen wir denn Stoffe? Ja, verkaufen wir auch. Oh, hier habe ich die Felder noch nicht ausgebessert. Ja. Bestimmt steht meine ganze Küche in der Zwischenzeit schon unter Wasser. Boah, ich hoffe nicht, ey. Aber na gut, ich bin ja versichert. So schlimm ist es dann doch nicht. Ne, Vulkan rum haben wir schon fast größtenteils. Ich sag mal zu 90% schon wieder eine Trampelpfade. So, wie sieht es hier oben aus? Läuft der Laden? Der Laden läuft. Sehr schön, können wir mal Schmuck verkaufen. Zu 650. Und zwar von einem, also mindestens 50 Tonnen sollten wir auch hier parat haben, weil Schmuck ist wichtig für unsere lieben Leutchen hier. Geht irgendwas zur Neige? Nein, es geht nicht zur Neige. Wunderbar. So kann es gerne weiterlaufen. Würde ich dann liebsten einfach so laufen lassen, denn ich bin da so ein Statistikliebhaber. Und einfach nur zugucken, wie alles mehr wird. Beziehungsweise eigentlich nur die Kohle mehr im Moment. Aber es ist schon interessant, so ein bisschen so das... Nein, ich will nicht. Jetzt hat er meine Feuerwache. Alter, das ist doch zum aus der Haut fahren. Ehrlich, nee, komm, das macht doch keinen Spaß so. Muss ich extra wieder ein Schiff deswegen bauen. Achso, jetzt baue ich gleich ein großes Kriegsschiff. Und dann reiten wir da gleich ein und klatschen das Lager erstmal mit Ressourcen voll. Es brennt sowieso erstmal die Hälfte ab hier. Kann ich mir schon mal ungefähr merken. Also da war eine Bäckerei, da war eine Mühle, da war das. Okay, eine tolle Mine brennt auch noch. Hättest du doch echt Haarausfall. Oh, scheiße, ich habe keine Haare mehr. Bauen, bauen, bauen. So, los geht's. Ach, hier haben wir noch ein paar Musketiere. In eurer Werft, achso. So, hier ist wahrscheinlich schon die Hälfte abgebrannt. Nee, wenn man so bewegt und mal so aufs Feuer guckt, dann kann man manchmal sehen, dass die Animation, die es ja gibt, ne, dass die quasi alle so in einen... ja, danke fürs Gespräch. Ich habe mir ungefähr gemerkt, wo alles war. Also, ich werde es sowieso wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen, aber wir müssen uns beeilen. Nicht so viel labern jetzt. Sorry, ich laber ja eigentlich. Ihr labert ja gar nicht. Obwohl, kann ich nur nicht festlegen.